Hallo meine lieben Leute, euer BlueX2 mal wieder am Start und wir machen weiter mit euren Leveln und wir beginnen heute mit dem Level von Fabi und ja, sein bestes Level, mein bestes Level, okay, Abschlussrate 1,08%, das ist nicht sehr viel, gut, mal schauen, wie das so wird und okay, Twomps kommen runter und hätte ich mir den Goomba mitnehmen sollen, vielleicht, aber naja gut, man braucht ihn ja nicht und ja, jetzt kann ich mich gleich schon umbringen, ne? Ja. Weil ich nicht mehr da reinkomme. Okay. Aber wir sind ja gleich wieder da. Ne? Einfach nur hier so auf die Knochenbahn und dann müssen wir schon wieder da sein. Jawohl. Und dann bleibe ich auf der Knochenbahn diesmal. Okay. Gut. Okay. Wir müssen den Kreissägen schön ausweichen. Das geht eigentlich ganz gut. So, Peace-Lodge aktiviert. Perfekt. Ja, sind schon einige kleine Ideen hier drin. Gefällt mir ganz gut. Und, oh, Mancher. Und Kettenhunde. Okay, ja, das war irgendwie klar, dass ich mich da einmal abtreffen lassen müssen. Und, okay, das wusste ich nicht, dass sich dann irgendwo ein P-Switch aktiviert. Vielleicht vom Bowser Jr.? Keine Ahnung. Das war auf jeden Fall nicht so nett. So, hier aktiviert sich jetzt ein P-Switch, ne? Oder darf ich da gar nicht drauf? Okay, ich darf da gar nicht drauf. Das muss mir doch jemand sagen, Mann. Keine Beschreibung hier. Nee, die Beschreibung war echt nicht so gut. Halt nur, dass es innovativ ist. Ja gut, das stimmt. Aber leider hat er mir nicht gesagt, worauf ich so alles achten muss. Beziehungsweise, ja, wenn es sowas gibt, dann... Ja, sollte man sowas schon dazu schreiben, ne? Eigentlich. So. Aber ist ja egal, wir sind ja gleich wieder da. Bis gleich. So, und diesmal hüpfen wir da nicht drauf. Ja, das ist gefährlich, also... Ich habe nicht das Gefühl, dass ich diesen Sprung schaffe. Es kann sein, dass hier nur ein P-Switch vorhanden ist. Und da warte ich den jetzt mal ab. Und hoffe darauf, dass sich der nicht nochmal aktiviert. Okay, anscheinend nicht. Oder doch, aber erst nach einer Weile. So, Bowser Jr., du warst dafür verantwortlich, ne? Das heißt, du musst jetzt sterben. Und zwar an einem brutalen Tod. Aber werde ich bitte nicht. Oder werde ich, ja. Umso lustiger wird's für mich. So. Okay, Bowser Jr. und... Oh, ich dachte schon, er kommt raus. Aber nein. Ich sollte vielleicht doch immer warten, bis der Bowser Jr. dann immer komplett draußen ist. Und nicht, wo ich denke, dass er rauskommt. So. Ich rechne damit, dass ein Kamek einen Schlüssel hat. Ja. War hier ein Checkpoint? Ich glaube nicht, ne? So, ich zerstöre mal die Blöcke und random Bowser-Flammen. Na, super. Okay. Bombe auch noch. Super. Und ich treffe die nicht. Ich treffe die Kameks nicht. Und der hat den Schlüssel gehabt. Ich hoffe mal, dass der andere Kamek nicht auch noch einen Schlüssel hat. Sonst wäre das ein bisschen blöd. Aber bitte, bitte, bitte. Ja, und Checkpoint. Checkpoint. Jawohl. Perfekt. Kann ich in beide Röhren rein? Wir werden es wohl nie erfahren. So. Okay, Twomp. Nee, da muss ich nicht hoch. Oder doch? Nö, kann ich mir nicht vorstellen. Der Twomp respawnt zwar, aber die Blöcke nicht. Und der Twomp, der fällt dann trotzdem ganz runter. Also da kann ich nicht hochspinnen. Ja gut, vielleicht schon, wenn man das wirklich extrem gut timet. Aber egal. Ich denke mal nicht, dass er das voraussetzt. Und... Okay. Ach so, das ist so ein Run-Level. Gut. Und habe ich den P-Switch gebraucht? Oh, da war ein Checkpoint, ne? Ja, okay. Dann gucke ich doch nochmal, ob es in die andere Röhre auch geht. Nein. Alles klar. Ach, hier kriegen wir sogar einen Pilz. Okay. War keine Feuerblume mehr. Aber wir haben den P-Switch. So, diesmal wissen wir ja, dass sich der P-Switch hier aktiviert. Und ja, eigentlich kann ich den Checkpoint sofort holen und weitermachen. Jawohl. So, und hier hätte ich rein müssen. Bin ich jetzt tot? Ich kann mich eigentlich wieder umbringen gehen, ne? Ja, oder? Respawnt die? Ja, respawnt, aber der P-Switch nicht. Ja gut, dann gehe ich mich mal umbringen. So. Und dann müsste sich der P-Switch eigentlich wieder automatisch aktivieren. Und ich müsste direkt reinkommen. Ja. Okay.
Alles klar. Und Bowser Junior! Ups. Und wir kriegen viele Federn und Yoshis, ich höre sie schon. Ach Gott. Aber wir wissen ja aus Bernie's Castle, dass man den Bowser Junior eigentlich auch so treffen kann. Jawohl. Perfekt. Und die Feder nehmen wir noch nicht. Wir warten noch kurz ab. Und Bowser Junior hat seinen Hut verlassen. Abgenommen. Den Mancha. Und das freut uns doch sehr. So. Das Level hat auf jeden Fall viele coole Ideen. Jetzt müsste eigentlich nur noch das Design passen. Weil das stimmt noch nicht so ganz. So. Ach komm, ich habe doch den Pilz vorgenommen. Wo hätte ich da bitte hin müssen? Ja komm, Blöcke, was wollt ihr? Hey, das ist doch Verarsche. Da hätte ich wieder sofort reingehen müssen. Und ja, danach ging es dann nicht mehr, weil die Blöcke einen aufhalten. Ja, also es gibt nicht nur designtechnisch einiges, was man hier noch ändern könnte, sondern halt auch gameplay-technisch. Ein bisschen schade, weil so grundsätzlich ist das halt nicht. Macht das Level eigentlich einen guten Eindruck, aber ja, die Kleinigkeiten machen es dann doch wieder ein bisschen kaputt. So, jetzt gehen wir sofort rein. Wir warten auf der Knochenbahn. Ja, okay. Gut. So, müssen wir den Bowser jetzt mit Koopa Shells besiegen? Nö, okay, der Eisblock hat seinen Job getan und wir sind im Ziel, okay. Gut. Aber immerhin kam man wieder recht schnell an die Orte zurück und musste nicht so lange warten. Also zumindest hatte ich nicht den Eindruck, dass es so lange war. Wobei er jetzt 408 Sekunden auf der Uhr stand. War der Timer am Anfang auf 500? Wenn ja, dann hätte es doch ein bisschen länger gedauert, aber egal. Jo. Also es war auf jeden Fall grundsätzlich ein gutes Level, würde ich sagen. Man kann allerdings noch sehr viel draus, rausholen aus diesem Level. Okay. Wir machen da weiter mit einem Level von dem Oscar. Dem Ozzy. Oder Ossi oder wie auch immer. Er hat eingesendet Hardcore-Level for Pro-Gamer. Okay, und das ist so eine Art Cannonball-Sprung-Level, denke ich. Oh nein, schwierige Sprünge nur. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Wir sind Yoshi. Ja, dann können wir eigentlich gar nicht verlieren und ich will Yoshi bleiben. Bitteschön. Ja, Yoshi. Tü-tü. Ja, oh, die Geräusche. So. Mal schauen, wie schwer es ist. Ja, auf die Knochenbahn und... Ja, dann einfach schnell weiter, ne? Ja, aber am besten ohne von den Kanonenkugeln getroffen zu werden. Okay. So, wo muss ich hin? Hier hin, okay. Das war zu kurz. Shit. So, da bin ich wieder. Ich bin hier eigentlich nur gestorben, um den Yoshi wieder zu bekommen. Jawohl, ups. Und ja, eigentlich können wir es uns sogar einfacher machen, indem wir von hier springen. Ja. Zumindest war das gefühlt einfacher. So, die Laufbänder sind in der gleichen Richtung. Okay. So. Brauche ich hier Geschwindigkeit? Nee, müsste eigentlich so gehen. Und voll gegen die Wand. Verdammt. Ja gut. Das müsste eigentlich ohne Speed gehen. So, jawohl. Geht doch. Okay. Das geht auch und... Okay, wir müssen aufpassen auf die Decke. Das geht eigentlich auch ganz gut und... da war ein Checkpoint. So, aber eigentlich bin ich nur gestorben, um den Yoshi wiederzuholen. Das ist der Hauptgrund. Jawohl. So, und die Amiibo, falls es eine ist... Ja, die hole ich mir mal nicht. Weil ich will Yoshi bleiben. So, wo muss ich hin? In die Tür. Okay. Verdammt. Und sterbe ich? Nein. Okay. Immerhin. Alles klar. Und jetzt? Ne, hier oben kann ich nichts machen. Ja. Sich fallen lassen einfach. Ja, okay. Das ist ein Warte-Element. Gut. Yoshi? Ja, wir bleiben Yoshi. Okay. Das heißt, wir können die Amiibo-Pilze beruhigt sammeln. Weil wir bleiben ja Yoshi. Okay. Oh. Egal. So.
Und hier müssen wir auf die Kanonen drauf. Alles klar. Okay. Passt. Okay, perfekt. Zweiter Checkpoint. Please. Oder ein Yoshi zumindest. Jawohl. Okay, gut. Scrolling, okay. Ach, das ist gemein mit den Stacheln. So, das ist das Ziel. Und vielleicht war das sogar so gewollt, dass Mario dem Yoshi die Show stiehlt. Ja, das kann gut sein. Aber ich habe den Sprung auch nicht voll durchgezogen, glaube ich. Na, egal. Ja, war eine schöne Jump-Challenge, würde ich sagen. Ja, ich würde jetzt nicht sagen Hardcore-Level for Bro-Gamer, aber es war eine schöne Challenge und jawohl. Gut, wir machen noch ein Level. Und zwar ein Level von Fexi? Von Fexi? Ja, Cannon to get upstairs. Okay. Also Kanonenkugeln, um nach oben zu kommen. Es scheint ziemlich nervig zu sein. Weil 17 Leute haben es betreten und insgesamt nur 31 Mal versucht. Von daher, was passiert hier jetzt? Oder gibt es hier am Anfang irgendein Rätsel, was ich lösen muss? Auf jeden Fall muss ich anscheinend Red Coins sammeln und ja, den P-Switch brauche ich, um die Kanonen umzudrehen. Genau. Okay. So. Und ich brauche die roten Münzen nicht unbedingt. Hat er mir geschrieben. Das ist doch ganz gut. Und ein One-Up. Das will ich nicht. Ich will einen Pilz. Gibt's den hier? Nö. Egal. Gut. So. Und jetzt sind wir durch. Und wahrscheinlich gibt es 4 dieser Challenges. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Das sah auch vom Thumbnail her, soweit ich weiß, so aus. Und hier ist der P-Switch wieder. Aber wir haben ja noch einen P-Switch. Ich guck mal trotzdem runter. Weil wenn der P-Switch leicht zu erreichen ist, dann nehme ich mir den wieder. So. Nö. Ja. Ich mach's mal, denke ich, so, wie es gewollt ist. Oder. Ne, ich mach's jetzt eigentlich nicht so, wie es gewollt ist, ne? Weil ich nutze jetzt den P-Switch. Und trickse so ein bisschen. Jawohl. Da hat er nicht aufgepasst. So. Aber wir müssen nach oben. 1, 2, 3, 4. Und, wow. Fast der Tod. Aber warum kann man dann wieder zurückgehen? Da sind ja Donutblöcke am Rand. Ja, eventuell kann man immer wieder den ersten P-Switch holen und dann wieder hierher kommen. Das kann gut sein. Und ein Checky. Perfekt. Aber ich muss wieder klein sein. Okay. So. P-Switch. Aber ich bin nicht so schnell. Oder? Vielleicht reicht's ja. Wenn er beim ersten Mal nicht dran gedacht hat, dann könnte es hier reichen. Jawohl. Und ja. Tut mir eigentlich schon fast leid, dass ich das mache, aber wenn es die Möglichkeit gibt, ne? Dann muss ich es ja schon fast machen. Also, ich finde das immer lustig, wenn ich das, wenn das funktioniert, ne? Okay. Da muss man immer ordentlich aufpassen. Genau. Aber es fällt doch auch beim Testen auf, oder? Vielleicht ist es sogar gewollt, dass man das so abkürzen kann. Und ja, ich mache das jetzt einfach. Jo. Und hier ist das Ziel und nochmal ein Checkpoint. Ja, ich gehe groß ins Ziel. Jawohl! Und ja. Also das Level hatte, ja, außer es war gewollt, aber sonst hat es halt diesen Denkfehler. Beziehungsweise, ja, es war jetzt kein Denkfehler. Wie nennt man das? Ja, Bauchfehler würde ich jetzt auch nicht sagen. Also man kann sich's halt ordentlich erleichtern, wenn man den P-Switch mitnimmt. So. Mir fällt jetzt das passende Wort nicht ein, aber ist auch nicht so wichtig. Und jawohl, das war's dann wieder für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Euer BlueX2 und ciao.